Vor 3 Jahren wurde beim Motorradclub Altirtning eine Idee geboren und die soll jetzt umgesetzt werden. Obmann Gerd Kanzler hat geladen. Ja, jetzt warten wir noch am Hans und dann da ist angefangen, mal alles zusammenpacken. Ja, da ist er schon. Ah, Schranken zugewinn. Dacht mir, dass ihr es so ernst nimmt. Ich glaube, dass es morgen wirklich so weit ist. Jetzt haben wir eh 3 Mal Anlaufnummer schon. Das ist gegangen. Fein säuberlich sortiert sind die Teile schon seit Wochen. Ich hab das Wichtigste, Schneewerfer. Ja. Das Ziel ist der 2351 Meter hohe Grimming, der höchste Berg der Steiermark. Pünktlich um 5:30 Uhr trifft sich die 17-köpfige Gruppe beim Kulmbauer. In den Rucksäcken ist alles gut verpackt, aber mehr ist von den Burschen noch nicht zu erfahren. Du, ich muss zum Pickern machen heute. Wohin? Ja, in was? Unwegsames Gelände. Da aha, ach so. Nach einem kurzen Check der Rucksäcke geht es los. Circa 4 Stunden Gehzeit liegen vor den Burschen. Aber ein besseres Wanderwetter als heute gibt es wohl nicht. Beschwerlich ist der Aufstieg allemal, wenn man bedenkt, dass die Rucksacklast teilweise bis zu 20 Kilo beträgt. Die ersten Gamsböcke werden an den steilen Felswänden gesichtet. Vor dem Aufstieg zum Hohen Grimming wurde dann noch einmal gerastet. Ab jetzt heißt es aufpassen. Trittsicherheit im Steingelände ist das Wichtigste. Mit einer traumhaften Aussicht werden die Idealisten belohnt.
mir schon schwindelig haben. Der letzte steile Anstieg, dann ist es nicht mehr weit zum Ziel. Ich bin 55 Jahre alt. Du bist noch nie umgefallen. Geh hör auf. Beim Biwak wird nochmals zusammengewartet, bevor gemeinsam zum Gipfelkreuz marschiert wird. Nach 4 Stunden Gehzeit erreicht der MRC Altirtning den Gipfel des 2351 Meter hohen Grimming. Im Rucksack mit dabei die erste Puch MV50. Bergheil. Wie kommt man auf die Idee, eine MV50 auf den Grimming zu tragen? Hans hat die Idee gehabt, sagt einfach einmal, jetzt müssen wir noch am Grimming auf, wieder mit dem Moritz. Dann haben wir gesagt, das ist unmöglich, geht nicht. Und irgendwann haben wir wieder geredet davon und habe ich mehr geredet wieder. Und habe ich mehr getrunken. Und dann haben wir gesagt, warum soll es nicht gehen? Wenn wir es zlingen und aufvertragen, müssen die ja gehen. Hast du nicht gut gefahren damit? Jeder Bergsteiger ist begeistert von dieser Aktion. Das ist was Neues wieder, weil das tut man nicht alle Jahre. Du bist schon öfter am Grimming herum, oder? Ja, vor allem ich schon. Hast du das schon mal erlebt? Nein, das ist das erste Mal. Ich glaube, das wird das letzte Mal sein. Ja. Nein. Ja, Saufvertrag schauen wir mal, lange nicht. Ist auch nicht so einfach. Es sind auch Teile dabei gewesen, die man einfach nicht zulegen, weiter zulegen kann, weil der Motor oder was, das kann man nicht weiter zulegen. Die haben schon um die 10, 12 Kilo, so Einzelteile, nicht? Und die haben da Leute von uns auf einmal durchhaft vertragen. Ich glaube, das ist schon eine hervorragende Leistung gewesen. Ja, wie viel seid ihr da? Wir sind ca. 15 Leute gewesen, was da die Motor und Traumenteile und Kotflügel. Wir haben so die großen Gruppen zulegt. Ja. Und die haben wir jetzt wieder zusammenbauen, oder sind wir gerade dabei beim Zusammenbauen. Ja. Wir hoffen, dass wir nichts vergessen haben. Weil sonst muss noch um Jahr nach oben. Ja. Ja. Das ist recht einfallsreich, das kann nur in die Tiertlinge einfallen. Nein, wohl, sehr gute Idee, sehr Geschichte. Und warum tätst du das? Ja, weil das wollten wir schon länger mal dran, gell? Aber man wird dreimal und noch einen dritten Anlauf. Hat es uns gelungen, weil letztes Mal vor 14 Tagen wollten wir auch, da hat es geschnieben. Das ist beim Wetter nicht. Ja, da haben wir uns abgelassen, aber heute passt es wunderbar. Gell? Ja, gut, wir sind gut raufgekommen. Gut, dann auch, ja. Fährt es dann einer rein damit? Es wird nicht kein Grad, aber wie du so eine Biwak-Schachtel legst. Ja. Wird schon da. Nein, so ein Münchenke, gutes Gelingen mit den Experimenten. Aber schon, was es da unten möglich ist. Nein, weil die Schraufen hin sind.
Also ich finde das fantastisch. Erstens einmal sind die Burschen irrsinnig gut benannt, dass die das aufvertragen, weil das ist ja wirklich eine Leistung. Und B, dass der herumfährt, also da bin ich neugierig, auf das muss ich mir anschauen. Ich, wie ich da aufgekommen bin, denke ich mir, schau her, da bauen sie jetzt eine Maschine zusammen. Unter Umständen ist das also ein Gleiter, was mit dem, was du fliegen kannst. Aber dann habe ich gesehen, da ist ein Raum auch dabei. Dann habe ich gedacht, weiß ich nicht genau, was das werden soll, aber du wird schon einen Grund haben. Nicht? Und jetzt habe ich gehört, also, dass das ein Moped-Club ist, verstehst du, was sagt, wir bauen da ein Moped zusammen. Und wahrscheinlich lässt sich dann noch an. Und wenn dann der Motor rein, verstehst du, und kommt so ins Bild, in den Küppel, dann kann so gerade ankommen, ist er nicht. Also ich finde es super, bis 15 Mal am Grimming herum, was habe ich noch nie erlebt. Ich bin schon gespannt, wie das funktioniert. Ob es sehr gut geht, hoffentlich stammt es nicht, dass es wieder gut runterkommen. Ich frage mich nur, wer fährt damit runter. Wen wundert es nicht? Es bricht sich schon herum, wenn man da raufkommt, jeder hat... Nach einer Stunde ist es soweit. Die Puch M50 ist zusammengebaut und alle warten gespannt, ob sie anspringt. Ich gebe ihn aber nicht, da war ich nicht den ganzen, weil jetzt fahrt es mir davon. Wette gewonnen, jetzt gehört sie dem Verein. Möchte mir auch jetzt da herum an Ort und Stelle mich recht herzlich bedanken beim Hans. Das Moped nämlich hat er gesagt, wenn wir es wirklich aufgetragen am Grimming, dann schenkt er es einen Verein. Somit ist das ab jetzt ein Vereinsmoped, glaube ich. Ja, somit nehme ich allen recht herzlichen Dank, die was sie da halt bereit erklärt haben zum Mitkaufen. Gell? Am späten Nachmittag erreichen alle Kletterer wohlbehalten das Tal. Als Belohnung gibt es eine Kiste Bier. Noch lang wird man im Club von diesem ereignisreichen Tag reden. Prost! Ja.